So Leute, herzlich willkommen wieder bei Mass Effect 3. Wir zocken. Wir sind in dieser Cerberus Hauptquartier, glaube ich. Was haben wir da? Hauptquartier gelandet und ja, schon wieder Level. Oder haben wir das? Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt, dann nichts wie runter. Und? Okay. Danke, ich will hier mit dieser Flugzeug hinfliegen. Oder ich gehe falsch. Warte. Bevor ich gehe da zu der Flugzeug. So. Ja, hab ich schon das. Tür auf. Weiter. Oh, Muni, yay. Hier unten, oder? Ah, okay. Yay, Geld. Geil. Also. Hallo? Ja, jetzt endlich. Ja, und? Lange check ich gar nichts. Sollst du diese Flugzeug? Nein! Verstanden! Soll ich von Hangar entkommen? Ich hab verstanden, soll ich zu dem Flugzeug gehen? Oder? Wo haben wir entkommen? Da muss ich das Schild runter machen. Jetzt langsam bin ich wert. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo soll ich jetzt hingehen. Wir waren in der Konsole. Stimmt? Stimmt. Und ja, und wir kamen schon wieder rum. Ich weiß nicht, wo. Ja, direkt hier oben. Hä? Oh, hier ist irgendwas. Ah, hier wahrscheinlich. Starte hier. Ja, genau. Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los! Wir haben ihre vorderste Linie durchbrochen. Jetzt können wir richtigen Schaden machen. Oh fucking yeah. Gewicht. Schaden, okay. Die alte, wie macht die Schaden? Aha.
Also, die machen ein bisschen mehr. Die machen eindeutig viel mehr Schaden. Aber der andere hat gewisse Vorrat und ich glaube Präzision und ist leichter. Und die ist viel schwer. Egal, nehmen wir die einfach. Schauen wir mal. Ah, toll! Das ist so eine Waffe. Ah, nice, ich Luki. Die andere war besser, finde ich. Edi, schaffen Sie's? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Gut, dass Sie hier sind. Wenn ich Sie nicht mitgenommen hätte, hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Vielen Dank. Ich helfe immer gern. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo die proteanische VI wohl ist? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Okay. Ja. Runter. Wow, die macht übel die Schaden. Also, diese Waffe ist wirklich nicht schlecht. Wenn man ein bisschen abwenden würde, nicht auch nicht schlecht. Ich sehe gar nichts. Also, abartig diese Waffe ist. Achso, das sind Magazine! Sie verheizen jede Menge. Also so. Die sollen uns verbrennen, nicht aufhalten. Vor uns bereiten im Moment Techniker eine organisierte Verteidigung vor. Können die so viele Männer einfach opfern? Ja. Cerberus führt an gefangenen Zivilisten Reaper-Veränderungen durch, um rasch funktionierende Stoßtrupps herzustellen. Genau wie die Reaper. Okay. Aber diese Waffe ist wirklich nicht schlecht, Mensch. Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Als die Kollektoren die ursprüngliche Normandie zerstörten, hat Cerberus ihre Leiche geborgen. Projekt Lazarus war der Codename für ihre Rekonstruktion, damit sie die Reaper bekämpfen konnten. Logbuch schließen. Es eintrat. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Ziemlich heftig. Sind Sie okay? Ich bin weniger überwältigt. Es war nur ein bisschen schlimm. Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Keine Ahnung, ich... Es wäre überraschend, wenn sie das nicht verwirrt hätte. Machen wir jetzt weiter. Die Gewebewiederherstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lawson wird einen Weg finden. Sir, Sie wissen schon, dass Shepard auf Akkus dabei war?
Eine Cerberus-Aktion hat ihren ganzen Trupp ausgelöscht. Ich suche keine Tanzpartnerin. Wir brauchen Shepard. Und Shepard braucht Ressourcen. Sie wird mit uns zusammenarbeiten. Er hat sie echt in die Enge getrieben. Ich hatte Unrecht. Es war notwendig. Mein Gefühl sagte mir, Cerberus nicht zu trauen. Aber ich brauchte ihre Hilfe. Also habe ich mitgespielt. Sie haben getan, was sie tun mussten, Shepard. Und ich war bei ihnen. Und der letzte Eindruck. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen sie haben. Bringen sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und Donnelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessia Red. Mieser Kerl, er hat sie benutzt, damit sie den wahren Cerberus nicht sehen können. Wie läuft's mit der Tür, Edi? Wir können weiter. Okay. Steam, wie ist Ihr Status? Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ. Machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. Wow, fuck, was für ein schöner Film. Headshot! Nächster. Shit! Ach du heilige Guess es, Junge. Allein
machen. Vor uns sind noch mehr. Haben wir es überleben? Was? Wie? Hey, das gibt's nicht, ohne Scheiß. So Leute, ich würde sagen, wir melden uns in der nächsten Folge und ciao.